Ja, Star Wars Freunde, Fans, willkommen auf meinem YouTube-Kanal MyPilotTV zu einem weiteres Figurenvideo. Oder allgemein genanntes Unboxing-Video, weil ich habe ja gestern zwei Figuren geholt bei Smytoysers. Und hatte gestern zufällig bei Amazon noch zwei Figuren gesehen, die waren, ja, im Angebot. Also ein Schnäppchen. Es gibt ja meistens immer so Auslaufmodelle, denke ich mal, die keiner haben will oder irgendetwas, werden sie reduziert. Und es geht sich einfach hier einmal mal über Black Serie Minx Mayfeld hier aus der Mandalorian Serie und einmal diesen, den Great Inquisitor aus der Obi-Wan Serie. Ist eine tolle Serie. Habe ich mir auch geholt. Der hat gekostet, ich meine, ca. 12 Euro und er hat gekostet ca. 11 Euro, 10 Euro ein paar Quetschte. War ein super Schnäppchen, da habe ich mich gefreut. Bestellste, gestern bestellt, heute gekommen. Möchte mich gerne bei Amazon herzlich bedanken und es war super verpackt. Ist nichts kaputt gewesen. Das war ein sehr schöner Empfang, ein ganzes Paket mal. Muss ja immer ein bisschen aufpassen. Aber gut, nichtsdestotrotz, jetzt gucken wir uns erstmal die Nummer 27 an. Nummer 27 ist er hier und Nummer 9 ist er. Wir schauen uns mal die Figuren an und wir fangen auch Gags mit ihm an. Also, viel Spaß bei dem Review-Video oder so einem Unboxing-Video. Ja gut, Unboxing, ich werde die so erstmal, warum Unboxing? Ich packe ja meistens diese Figuren aus und zeige die euch nochmal richtig. Und der wird nochmal immer passieren. Aber ich muss erstmal hier Platz machen im Glasvitrine, weil ich habe heute schon wieder, ich habe heute ein bisschen umgewerkelt, ein bisschen geputzt, Staubgewicht. Ich muss nochmal Staub wischen, bevor ich nächste Woche arbeiten gehe. Da muss auf jeden Fall hier noch was gemacht werden und hin und her. Und lieber Tom, danke nochmal für den Hinweis. Tom hat mir auf jeden Fall mir einen Ratschlag gegeben, die Glasvitrine so ein paar Stufen zu machen, aus Acrylglas, transparent. Aber bevor ich das mache, muss ich die Platten ersetzen aus Acrylglas, weil mir ist ja eine Platte. War das dieses Jahr, habe ich geplatzt. Ich habe immer noch keine neue Platte. Und deswegen tut es ja ein bisschen verzögern. Aber jetzt erstmal hier, gucken wir uns mal die Figuren an. Viel Spaß. So, meine Tasse Kaffee steht hier in der Ecke noch. Aber jetzt gucken wir uns erstmal die Figuren an. Wir fangen mit dem hier an. Ich muss sagen, diese Figur ist sehr schön gemacht. Aber erstmal gucken wir uns Verpackung an. Black Serie, ne, ist nichts Neues. Seitlich das Bild. Warum seitlich, wenn man die Verpackung sammeln tut mit Figuren, dass man die im Bücherregal reinsetzt und dann hat man die Bilder als Front zu sehen, welcher Charakter in sich das Paket befindet. Und ja, aber auch hier klassisch die Schrift, Black Serie, das sei hier Firmazeichen und der Name der Figur. Ja, und so sieht es aus. Das Gesicht gucken wir uns erstmal immer an. Ja gut, manche Gesichter manchmal, wie wir sagen, sind nicht identisch wie der Schauspieler. Aber gut, aber wenn man so hinguckt und da so ein bisschen hinguckt, kann man sehen, kann man merken und sehen, worum es handelt. Aber ich muss aber sagen, er hat 5 Blaster. Hier Blasterholz an der Seite, hier oben 2. Und einmal das Geilste ist hier so eine Art wie beim Predator. Hinten das Teil wird am Rücken befestigt und der kommt so seitlich raus, der Blaster. Das ist auch eine ganz coole Sache, finde ich, bei dieser Figur und bei dem Stil. Und hat sehr viel Zubehör. Muss ich ehrlich mal sagen, super cool. Ich freue mich auch irgendwann mal den auszupacken, euch mal richtig nochmal zu zeigen. Und dann die Rückseite. Hier ist die Beschreibung. Ne? Ist ein hitzköpfiger, ehemaliger Scharfschütze des Imperiums. War eins der großen kennt man ja aus der Serie. Er ist ein Hitzkopf. Er, ne, versteht es nicht, warum Din Djarin den Helm nicht abnehmen darf. Ne? Das ist halt so bei den Mandalorianern. Das ist der Weg. So. Die Zubehör, der Gürtel hier, finde ich immer geil. Es ist immer schön so ans Offen. Früher waren das meistens immer so ein bisschen dran gegossen, das ist ja alles offen drauf geschnürt irgendwie und drauf befestigt. Auch die Holster richtig geil gemacht, richtig nice. Und
Ist eine sehr schöne Figur, finde ich. Und hat sehr viel Zubehör. Und für den Angebot habe ich gesagt, den bestelle ich mir und darf nicht in meiner Sammlung fehlen. Also, die Nummer 27. Star Wars, der Mandalorian Mix Mehrfeld. Das ist einmal die Figur. Also habe ich bezahlt 10,22 € irgendwas bei die Quetschte. Die Preise tun sich ja bei Amazon immer verschieden ändern. Jetzt kommen wir zu einem, ja, den haben wir alle auch gern gesehen, aus der Obi-Wan Kenobi-Serie. Der Inquisitor Crait. Das ist eine ganz tolle Figur, Charakter in der Serie, finde ich, der auch mit seinem Schwert, wenn das am Drehen ist, richtig nice gemacht, finde ich auch sehr cool. Aber auch hier sein Gesicht. Muss ich sagen, sehr cool gemacht. Auch hier die Rüstung schön in schwarz-grau gemacht. Auch der Anzug hier grau, schwarz. Und ja, man sieht es. Auch das Schwert ist richtig cool gemacht. Muss ich sagen. Eins, was ich so ein bisschen skeptisch finde, warum sind denn nicht immer so recht schön chrom Silber gemacht? Weil die Schwerter sind ja also richtig chrom Silber bearbeitet. Und, aber gut. Man kann nicht meckern für den Preis. Ich bin ganz zufrieden. Ja, man freut sich immer, wenn man neue Figuren bekommt für einen guten Preis. Es kann ja auch mal sein. Mike, hast du keine Angst wie Kopien und irgendwas? Mir macht es persönlich nichts aus. Hauptsache, ich habe diesen Charakter in der Grafikroutine stehen. Viele wollen nur gerne Kopien haben. Ich kann es auch respektieren, verstehen. Man muss ein bisschen, auch ein bisschen bei Internet aufpassen. Klar, sicher. Aber gut. Aber für einen Schnapper, ich denke mal, würde ich jeder das mitnehmen. Gut, das war's vom Video. Wenn euch dieses kurze Video gefallen haben sollte zum Thema die beiden Figuren hier von Amazon, die ich mir geholt habe, dann lasst einen Daumen oben und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns wieder bei nächsten Projekten hier auf meinem Kanal. Euer Mike, immer Start. Bis dann. Ciao.